erste Tag auf den Bahamas war eigentlich ganz schön. Bunte Fische, blaues Wasser. Ich habe die schöne Seite des Meeres kennengelernt. Und ich habe unter Wasser eine Spazierfahrt gemacht. They see me rolling, they hate it. Dann erlebt man sowas mal. Wirklich toll. Aber dank Joko sollte ich natürlich auch noch die bedrohliche Seite des Meeres kennenlernen. Nicht mal unter Wasser hat man seine Ruhe. Ich hatte also diesen Brief. Aber den Zeitpunkt, in dem ich diesen Brief lese, den bestimme alleine ich. Und die Zeit, die bis dahin vergeht, die kann ich nutzen, so wie ich es möchte. Yeah, you got bisschen Luxus, okay. Der Flavio Briatore macht das jeden Tag, da kriegt er kein Haar nach. Also ich kann da nichts Schlimmes dran finden. Ne? Ein bisschen großkotzig war es schon. Hm? Ja, kann sein, dass du das großkotzig findest, aber ich finde das halt normal. Du in die Geißel. Hm? Ja, aber vielleicht auch einfach ich und Leute, die es geschafft haben. Weil ich es auch geschafft habe. Den habe ich so ein bisschen zur Seite geschoben und Literatur genossen. Aber irgendwie bin ich halt auch ein neugieriger Mensch. Ich wollte dann trotzdem wissen, was da drin steht. Und dann habe ich den Brief gelesen. Klaas, alter Lebemann, herzlich willkommen auf den Bahamas. Ich bin sicher, du genießt gerade. Was stand in dem Brief drin? So, also die Kacke, die da immer drin steht, ne? Ja, klar, es ist bestimmt total schön da. Allerdings besteht das Leben auch aus Aufgaben, die du zu erledigen hast. Aber jetzt kommt der Brief und jetzt wird alles total kacke. Deine Aufgabe auf den Bahamas hat es in sich. Begib dich morgen früh, Punkt 10 Uhr, an Pier 17 in Nassau. Ich soll mich da irgendwie treffen am nächsten Tag. Und erwarte dich eine der spektakulärsten Herausforderungen überhaupt. Deine Aufgabe lautet, lass dich... Ey, guck mal, da sind Schweine, die schwimmen können. Ich dachte mal, ich traue meinen Augen nicht, ne? Schweine... Die schwimmen können. Hat man sowas schon mal gesehen? Guck mal, da kommt noch eins. Dicke Schweine und kleine Schweine und gepunktete Schweine und rosa Schweine. Und die hatten so eine positive Ausstrahlung. Was machen die denn hier? Wohnen die hier? Oder? Freundliche, karibische Schweine, die mit ihren Kindern und ihren Verwandten dort auf dieser Insel leben und den ganzen Tag Melone essen, im Wasser planschen. Ja, du kriegst auch noch was, ne? Ich habe mich richtig anstecken lassen von der guten Laune der Schweine. Ganz ehrlich, ne? Ich gehe da jetzt rein. Ich war noch mal Kind. Ich war durchströmt von purem Glück. Und ich hatte dort mehr Spaß als in 5 Jahren mit Joko Winterscheid. Meines Lebens. Du hast deinen Auftrag verbummelt. Ja, der war weg. Wegen Schwein. Ja. Aber sind süß, die Schweine, ne? Alles klar, hier ist es. Am nächsten Morgen bin ich dann pünktlich am Treffpunkt gewesen, der im Brief stand. Und was musst du hier machen? Erstmal soll ich hier hingehen und dann werden wir das schon sehen. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, was da jetzt eigentlich genau passiert. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich das hier schon irgendwie rauskriegen werde, worum es geht, ne? Ja, und als ich dann da langlaufe, da rief dann auch schon einer meinen Namen. Hey, Klaas! Hey! Okay, ich habe ihn gefunden, glaube ich. Wie so ein alter Bekannter hat er mich da begrüßt. Hey! Hey, man! It's a pleasure to meet you, man. Yeah. You're prepared for the thing? Yeah, I'm prepared. Are you ready? I'm ready. All right. Der hatte ja keine Ahnung, dass ich überhaupt nicht weiß, worum es geht. We got a few things we got to talk about before we get going. We had this trauma kit made especially for what you're going to be doing. Okay? Gore pads. Und während er so die einzelnen Bestandteile aus dem Notfallmedizinkoffer mir so vorstellte, these are blood stoppers.
wurde mir dann auch so ein bisschen mulmig. You have a blood clotting solution. Dann wollte ich es auch wissen, dann habe ich da die Katze aus dem Sack gelassen, habe ich mal gefragt. I think I gotta confess something. Okay. I don't know exactly what we're gonna have to do now. Well, Yoko set the whole thing up. You know, he told me that you wanted to be bitten by sharks. Hat er gerade gesagt, dass wir gebissen werden von einem, also dass ich gebissen werde von einem Hai? Ja. Ja, dann habe ich nochmal nachgefragt, wie die Aufgabe denn jetzt gemeint ist, wenn von einem Hai beißen lassen. How would you do that? I'm gonna put the bait right on your shoulder. The sharks are gonna bite down. Right, he mixes me up with the fish and then. Exactly, yeah. Klingt dumm. Naja, vor allem in erster Linie klingt es mal gefährlich, ne? You know what? You got great weather right now, so let's get out of here. Ich wusste gar nicht so richtig, okay. Kann ich jetzt mal vielleicht mal zwei Minuten drüber nachdenken oder muss ich da nicht irgendwas wissen? Vielleicht hätte das alles in dem Brief gestanden, den du verschludert hast. Ja. Also hatte ich noch die kleine Hoffnung, vielleicht finden wir auch gar keine Haie. Dann geht das ja gar nicht. Irgendwann stellte er dann den Motor ab und dann ging Rudy nach hinten und nahm so ein bisschen Fischabfall und hat es relativ leidenschaftslos ins Wasser geworfen. Klar, wenn nach so kurzer Zeit schon so viele Haie an der Oberfläche sind, dann sind da unten auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr. Mach dir mal die Situation klar, was hier wirklich gerade passiert. Der füttert jetzt Haie, wenn die alle da sind, und springe ich rein mit Fleisch am Arm. Also ist das eigentlich zu fassen oder was? Eigentlich wäre es schon eine Herausforderung, wenn dann einer sagt, spring mal einfach in das Wasser, in dem sich gerade 100 Haie aufhalten. Aber es hat ja den Wind wahrscheinlich nicht gereicht. So I wanted to explain to you exactly how this is gonna work. We have a vest for you to wear. Chain vest, chain arms and chain legs. Das war halt ungefähr so ein dicker Kettenanzug. So the sharks can't penetrate the chain to get to your flesh. When they bite you, the pressure alone is very painful. Sometimes the teeth get caught in the chain and they do shake their mouth to get loose. That can rip your hand out of socket or, you know, really damage your arm. So it's very important for you to have a nice tight grip. Wir stehen also auf diesem Boot. Erwachsene Leute und überlegen, wie wir es denn am besten machen, dass ich mich von einem Hai beißen lassen kann. I'm gonna bring the sharks over to you with my spear. Put that bait right on your arm. The sharks are all gonna come in and bite down on that bait. Dann zieh dir mal die Tauchausrüstung an und los, hieß es dann. Ich kenne diese Momente einfach, wenn irgendeiner zu dir kommt und dir sowas anzieht. Und dann ziehen die noch mal so, damit das auch richtig sitzt, ansonsten wird es ja gefährlich. Und man denkt, oh Gott, 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 Gott. Und ich habe irgendwie so nichts mehr, was mich jetzt noch so von dem Moment trennt, der gleich passiert. Es ist alles fertig. Scheiße. Man springt so ins Wasser, man weiß hundertprozentig, da sind überall Haie. Man sieht die aber natürlich noch nicht mehr. Ist also so im Kopf über Wasser und treibt da so. Ich habe dann immer so eine Perspektive im Kopf, dass man sich dann so selber von unten sieht. Das war wirklich Horror. Dann ging der Tauchgang los. Es ging tiefer und tiefer. Das Erste, was ich dann da unten gesehen habe, war ein Hai. Und dann kam jede Menge Haie. Und dann habe ich irgendwann das Wrack gesehen. Dort sollte das Ganze stattfinden. Stehe ich da und da waren halt schon Haie natürlich. Alleine dort Zeit zu verbringen, fand ich schon absolut angsteinflößend. Und dann sah ich von der Ferne eine ganze Menge anderer Haie, die um irgendwas rumkreisten. Den Taucher, der mit der Futterbox zu mir kam. Eigentlich so eine Art Countdown.
Wenn er hier ist, geht's los. Und dann kann ich wirklich nicht mehr sagen, wie viele Haie es waren. Es wurden immer mehr, 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 mehr. Ja, und in dem Moment, wo er die Box aufmacht, gibt es doch eine Steigerung. Die sind also richtig wild, weil die auch wissen, jetzt gibt's was. Wenn man da mittendrin steht, ist das nicht angenehm. Hat er mir das Zeichen gegeben, mich so hinzustellen. Und dann wusste ich, jetzt kann es jeden Moment passieren. Ich wusste nie, wann es passiert. Ich konnte auch nicht sehen, wann das da dran gehalten wird. Ich wusste immer nur, von überall her kommen Haie und irgendeiner könnte jetzt reinbeißen. Dann hat der Rudy weiter gefüttert. Und ich drehe mich nach links und sehe, dass der Rudy gerade von einem Hai gebissen wurde. Das macht einen natürlich da nicht sicherer. Denn der Typ, der das einfach schon ein paar Mal erlebt hat, da unten offensichtliche Signale sendet, dass das total wehtat. Aber man weiß, man ist wahrscheinlich viel schmerzempfindlicher als der. Vorher wurde immer probiert, den Stab mir so an den Arm zu halten. Das hat dann aber nicht so richtig funktioniert. Und irgendwann hat er dann den Fischabfall mit der Hand an meinen Arm gehalten. Er hat mich hin und her geschleudert mit einer Kraft, die man sich nicht vorstellen kann. Mein Helm ist aufgegangen. Wieder losgelassen. In dem Moment merke ich, wie ich bei jedem Atemzug, den ich mache, irgendwie weniger da rausbekomme und dachte mir, okay, das Sauerstoffgerät ist irgendwie kaputt. Ich habe also irgendwie verzweifelt probiert, alle möglichen Zeichen zu machen, dass ich keine Luft mehr habe. Ich habe mir die komplette Maske vom Kopf gerissen, mit den anderen Ersatzregler irgendwie probiert, in den Mund zu stecken, da kam auch nichts raus. Hab Angst und Panik gekriegt. Der Sicherheitstaucher hat mir dann seinen zweiten Atemregler gegeben, also ich hing mit an seiner Flasche. Und so sind wir dann gemeinsam, langsam und kontrolliert aufgestiegen. Wenn man sich dann so vorstellt, dass man irgendwann mal alt sein wird, viele Kinder um einen herum, mit so einem großen Fotoalbum auf dem Schoß und dort sind alle einzelnen Sachen eingetragen, die man in seinem Leben so gemacht hat, dann wird auf jeden Fall eine von den Geschichten auch sein, dass ich mal vom Hai gebissen wurde. Wurde ihr schon mal vom Hai gebissen? Ich schon. Habe ich aber überlebt. Kein Problem.